Wenn ich sage, ich muss 14 Tage einrucken, ja, was tust denn du leicht? Ja, wir fahren auf Allensteig, wir trainieren Panzerkampf. Dann sagt sie, ja, was möchten denn wir gar da? Dann sage ich, ja, schau, wie in die Ukraine, wie sie die verteidigen und wehren. Und die haben natürlich auch geübt. Ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber für mich alleine durch diesen Konflikt ist die Übung jetzt eine ganz andere. Durch den Konflikt rückt das, dass wir Blitzsoldaten haben, das in ein anderes Licht. Ich persönlich nehme bei mir auch wahr, dass sich die Motivation und die Einstellung um 180 Grad gedreht hat, weil ich einfach sehe, dass die reale Bedrohungen wirklich vorhanden sind. Lageinformation, Feindkräfte, im roten Zug greift an, nimmt die Uhrblöcken an und werft Feind im Raumtorres. Jetzt in der Ukraine sieht man, also die Leute sehen in Europa, kleines Land, also kleiner, viel kleiner wie Russland, und die haben tatsächlich, können sie da verteidigen. Bei mir im Bekanntenkreis waren jetzt erstaunlicherweise einige Leute, die vorher absolut pazifistisch eingestellt waren, im Sinne überhaupt kein Kriegsgerät bedeutet, überhaupt kein Krieg, die ihre Meinung jetzt sehr stark geändert haben. Ich glaube, ich kann dafür alle sprechen, wenn ich sage, dass keiner wirklich einen Krieg ziehen möchte. Aber es ist halt die Bereitschaft, dass sollte irgendwer kommen und uns weh tun wollen, dass sie mich verteidigen können. Beim Militär gibt es ein Sprichwort, das heißt, kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Wenn du mal Familie hast und Kinder, ne? Ich war froh, wenn es einen gab, weil ich komme jetzt dann auch mal ins Alter, dass ich weiß, die passen auf uns. Und da war es schon gut, wenn du stark gesehen hast, wo du dich drauf verlassen kannst. Ne? Für uns ist das ganz normal. Wir sind die ganze Zeit, in der jeder von uns auf der Welt ist und in Österreich lebt. Wir leben in einer Demokratie. Jeder darf sagen, was er für richtig hält. Ja? Jeder hat eine freie Meinung. Das ist bei uns möglich. Und das ist ein Wert, also das ist ein riesen Luxus, das wir haben. Und das gehört auch beschützt.